So ist es natürlich jetzt recht einfach. Da die Sache mit dem Ork nicht geklappt hat und ich Eiswelle dabei habe, kann ich das natürlich wirken. Und dann mir einfach das Buch schnappen. Das ist richtig. Aber wie gesagt, man weiß es vorher nicht, ne? Man kann nur spekulieren. Richtig, jetzt kann ich hier rein, das Buch nehmen und wieder rausgehen. Ja, schön wär's. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Buch dabei haben. Ja, jetzt ist es da. Belias Magie, vierter Kreis. Oh ja, Gott, das brauche ich, glaube ich, nicht vorzulesen. Das ist jetzt nicht so interessant. Sollte vielleicht mal gucken, was meine Grafikkarte macht. Ah ja, die ist ziemlich kühl, das ist super. Ich habe ja immer ein bisschen Angst. Kannst du mal bitte weggehen, du Scheißvieh? Ich muss da durch. Ich treffe ihn noch nicht mal, obwohl ich davor stehe. Mach halt einen Rino Schneider. Meinst du hier, den von Ruffy oder was? Ja, den sollte ich vielleicht mal machen, ne? Bam! Oder den Calverine! Oder ich verwandle mich direkt zu einem Bounderman. Boah, dann würde ich dem sowas von aufs Maul hauen, diesen Dämon als Bounderman. Stell dich nicht so an. Ja, danke, lieber Gaming. Du hast ja mal keine Ahnung, wie schwer das hier ist. Ja, solange der sich hier nicht wegbewegt, komme ich auch nicht weg, ne? Ich kann ihn hören, diesen Bastard. Roland, flieg! Komm her, Mitvieh! Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Du wärst besser nicht. Nein! Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Hör auf damit! Oh, verdammt! Wie man's macht, es ist immer falsch. Ich höre nur mi, 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 mi. Ja, sorry, dass ich vorher ein bisschen frustriert war. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Es tut mir wirklich leid. Und es hat mich ein bisschen geärgert, dass ich diese Dämonen nicht töten konnte. Tut mir leid, Gaming. Ich hoffe, du verzeihst mir meinen Gefühlsausbruch. Ich bin doch wieder lieb und alles ist gut. Ich liebe doch Odyssee. Gar keine Frage. Da gibt es gar nichts.
ein Taschentuch an Marcello gib. Du sagst mir jetzt, was du weißt, oder es gibt ein paar aufs Maul, Paul. Moment mal, ich könnte auch eventuell hier runtergehen, ne? Hey, Roland, das hast du klasse gemacht. Mal gucken, ob er rauskommt, dieser Bastard. Ah! Ah, hier gibt's Pilze. Okay. Meine Güte, war das eine Odyssee, muss ich schon sagen. Schade, dass die Idee mit dem Ork nicht geklappt hat. Die fand ich eigentlich recht gut. Wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Ja, yeah, du sollst jetzt bekommen, was dir zusteht. Ja, yeah, glaubst du denn, dass ich deine Unverschämtheiten vergessen habe? Du hast den großen Magier Roas beleidigt. Und dafür sollst du jetzt bestraft werden. Steck die Waffe weg. Das jetzt bist du dran. Niemand verarscht mich. Den habe ich jetzt mal eben getötet und das ist mir völlig egal. Wenn wir jetzt einen Bug reingebaut haben, ist mir das auch egal, aber ich bin so sauer. Niemand verarscht mich so sehr. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Werde ich euch alle umbringen. Ist mir egal, ich bring sie alle um. Scheiß auf die Konsequenz. Irgendwann reicht's, ey. Erst gibt er mir zu wenig Gold, dann sagt er einverstanden, dann muss ich mich hier Frust aussetzen, weil ich diese Dämonen nicht besiegen kann. Und jetzt habe ich einen Weg gefunden, wie ich das schaffe. Und dann will er mir mein Gold nicht geben, sondern mich bestrafen. Bei allem, was recht ist, irgendwann ist auch echt mal Schluss. Ist mir vollkommen egal. Darauf scheiße ich jetzt, echt. Mich verarscht man nicht. Wie könnt ihr es wagen, Marcello zu verarschen? Roland meine ich. Ich bin ein Paladin. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt die Macht Innos spüren. Niemand verarscht Innos. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, da bin ich wieder. Wollt ihr wohl damit aufhören? Scheiße! Ist gekämpft, klar? Lass dir das eine. Ich kann es nicht fassen, ne?
dass dieser Oberschwarzmage hier auch noch sagt, dass wir noch bestraft werden müssen. Hä, was ist denn jetzt los? Wieso leben die noch? Was habe ich denn da jetzt geladen? Okay, nochmal. Ich bring sie alle um. Ist mir völlig egal. Hey, du. Ich bringe euch euer Buch. Wirklich? Ja. Wie sieht... Ja. Du hast den Grund. Ich mach dich fertig. Niemand beleidigt Innos. So weit kommt's noch. Ich bin so sauer. Danke dir, Jan. Hau rein. Ich wünsche einen guten Stream. Na? Ich habe eure Bosse getötet. Ich habe da noch eine Frage. Ich habe dir nichts weiter mehr zu... Gut, das ist dein Pech. Weil jetzt bist du dran. Das kommt davon, wenn man sich mit einem Gläubigen von Innos anlegt. Haha! Das habt ihr jetzt davon. So, hier haben wir schon alles aufgehoben. Dann gehe ich nochmal ins Tal runter und levele da noch ein bisschen, bevor es weitergeht. Ja, was würdet ihr denn machen? Ich meine, es sind ja ein paar Zuschauer da. Wie würdet ihr denn reagieren? Angenommen, ihr würdet jetzt an meiner Stelle spielen und dieser Schwarzmagier labert diese Scheiße da. Jetzt wirst du auch noch bestraft und kriegst gar nichts. Wie würdet ihr denn reagieren? Würdet ihr den einfach laufen lassen und das so akzeptieren? Also ich finde meine Reaktion als angehender Paladin vollkommen in Ordnung. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass diese Bastarde das gekriegt haben, was sie verdient haben. Ja, umbringen, genau, sehe ich genauso. Also, dann war ich gar nicht so falsch mit meiner Meinung. Ich würde irgendwie die Dämonen rauslocken. Gaming, was du nicht gesehen hast, das habe ich ja gemacht, aber die Dämonen ignorieren einfach diese Magier und auch diese Adepten. Verrückterweise ist es ja so, wenn ich sogar draußen den Dämon angreife, dann greifen mich die Magier und diese Adepten an. Ganz komisch. Habe ich ja gerade eben schon gezeigt gehabt, ne? Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Das war ganz komisch. Also da passiert nichts, wenn ich die Dämonen rauslocke. Leider. Ja, also.
Entschuldigt nochmal an dieser Stelle, dass ich vorher so ein bisschen gefrustet war, aber ich glaube, das geht vielen Spielen so immer wieder mal, ne? Passiert halt beim Zocken. Ist alles wieder gut. Was ich nur sehr, sehr schade finde, ist, dass die Idee mit dem Ork nicht geklappt hat. Klar, das hat lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, aber mir war gar nicht mehr bewusst, dass ich eine Verwandlung in Ork hatte. Irgendwas ist da komisch. Ich gehe nochmal weg. Irgendwas hat er geschrien. Ja, wir haben zwar als Ork das Buch aufheben können, aber ich denke, bei der Verwandlung ist da irgendwas schiefgelaufen. Das Buch war nämlich nicht mehr da. Und das fand ich schade, weil die Idee ist richtig geil. So schön als Ork da hochlaufen und dann sich das Buch schnappen. Oder als Ork an sich sich überall umzugucken, ne? Finde ich eine super Sache. So, gehen wir nochmal runter. Ich glaube, ich bin... Irgendjemand hat da geschrien, wollte mich angreifen. Hab's nicht genau gesehen. Irgendwas hat er hier geschrien gerade. Ich weiß nur nicht wo. Crazy Shiny ohne Leerzeichen. Also alles zusammengeschrieben, dann wird auch der Sound abgespielt. Wer seid ihr? Oh! Falsche Rüstung. Was hast du getan, Elender? Was meinst du damit? Was habe ich getan? Sag mal, geht's dir gut oder willst du dich mit mir anlegen? Ich glaube, du brauchst eine Portion Erziehung, kann es sein? Lieber Crazy, hier. Deine Anwesenheit zeugt nicht nur von einem Mangel an Respekt, sondern auch von deiner Dummheit, Novize. Ich hoffe, das war deutlich. Ich hab's auch drauf, ja, ja. Ich hab's auch ein bisschen drauf. Nichts zu plündern. So, wir werden jetzt gleich mal mit diesen Söldnern da sprechen. Der liebe Ice-Tee schaut auch mal vorbei. Sag mal, wann streamst du denn eigentlich mal wieder? Ich glaube, du hast schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gestreamt, ne? Du Jeck. Nichts zu holen. Du hast eine ganz schön große Klappe, Kleiner.
Ich glaube, da will sich noch jemand mit mir anlegen. Ach so, nee, das war der Begrüßungssound. Ach so, dachte schon. Ja, okay. Ah, Heilpflanzen, sehr schön. Okay. Dann reden wir doch mal mit diesen Söldnern, die da am Lagerfeuer rumstehen. Vielleicht gibt's irgendwas, was wir erfahren können. Es sei denn, es sind belanglose Söldner. Die sind völlig unwichtig. Nicht ansprechbar. Ich klick da zwar drauf, aber da passiert gar nichts. Kein Ende, kein gar nichts. Die haben keine Dialoge. Die sind einfach nur hier und fristen ihr Dasein, könnte man so sagen. Ist ja okay, können sie ja machen, ne? Jedem das seine. Ja, das stimmt. Hab die Rückkehr. Hab ich viel offline gezockt. Würde keinen Sinn machen, das zu streamen, wenn dann müsste ich von neu anfangen. Ja, wieso denn, Ice-T? Ist doch egal. Also das macht, glaube ich, nichts aus, wenn du mal zwischendurch meine Lücke hast. Ein Zuschauer will einen Stream gucken, weil er einen Stream gucken will. Ob jetzt der Stream immer nahtlos gestreamt wird. Der liebe Jan macht es ja auch oft so, ne? Dass er dann irgendein Spiel spielt und dann hat er keinen Bock mehr drauf und dann spielt er halt ein anderes. Ja, und die Zuschauer sagen da auch nichts. Also das würde ich so nicht sagen, ne? Also mir würde das persönlich nichts ausmachen, denn wenn ich irgendwo einen Stream angucke, dann nicht wirklich wegen dem Spiel selbst. Das ist eher bei mir zweitrangig, sondern wie halt der Streamer das Spiel verkauft. Mit seinen Kommentaren, mit seinen Witzen und die Leute, die bei ihm da sind. Ob ich dann was verpasst habe oder nicht, ist jetzt nicht so schlimm. Schreiben kann ich auch nicht. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Oh, Marcello. Oh, nein. Ich muss den jetzt umhauen. Leider. Sonst beruhigt er sich nicht. Jetzt kriege ich dich. Das ist Bar. Wow! Aber ich lang auch richtig zu. Okay. So, jetzt sollte aber ein bisschen Ruhe einkehren. Den Rest darfst du behalten. So fies will ich jetzt nicht sein zu dir. Aber Beute ist nun mal Beute. Auch für einen Paladin. Oder angehenden Paladin. Mein Schädel.
Ich habe die Schwarzmagier vor dem Turm besiegt. Beseitigt! Ich habe die Schwarzmagier vor dem Turm beseitigt. Auch die beiden Adepten sind tot. Geil! Wirklich? Innos sei Dank. Die Kerle hat mir wirklich Sorgen gemacht. Du hast mir sehr geholfen. Ich danke dir. Nimm diese Goldstücke. Es ist zwar nicht viel, kommt aber von Herzen. Tja, leider bin ich arm wie eine Kirchenmaus, seitdem die Orks die Gegend unsicher machen. Ist ja geil. Es hat sogar richtig was gebracht, diese Bastarde zu töten. Geil. Es war also doch nicht komplett umsonst. Bin ich hier schon gewesen? Bestimmt, oder? Hier war ich schon, oder? Wahrscheinlich. Okay, nicht schlecht. Hat sich sogar richtig gelohnt. Da bin ich ja richtig froh. Sehr schön. Also, immer her mit diesen Schwarzmagiern. Es bringt was, wenn man sie tötet. Man wird sogar dafür bezahlt. Okidoki, wie sieht's aus? Grimok, was war das nochmal? Ich muss irgendwo Erz abbauen, Donschak. Ja, genau. Warum sind wir hier? Jetzt weiß ich es wieder. Wir sind hier in diesem Bereich oder in dieser Location, weil ich ja in der Stadt das Tor aufgemacht habe und wollte mich eigentlich in dieser Gegend nur umschauen und auch mal sehen, was bei Xaras Turm so abgeht. Und dabei ist das ganze Prozedere hier abgelaufen, aber eigentlich gehörte das gar nicht in meinen Plan hinein, denn wir wollen irgendwo Erz abbauen. Das hat im Moment eine höhere Priorität, damit wir eben Grimmok oder Donschak oder wer auch immer zufriedenstellen können. 30 Erzbrocken sind vonnöten. Da ist nichts zu plündern. Gut, gut. Dann machen wir hier einen Rüstungswechsel. Weil die Orks in der Nähe sind. Ah! Da gibt es was zu töten. Nichts zu plündern. Gut gemacht, Super Roland. Einfach mal ins Nichts runterspringen. Orks? Keine Orks? Viecher? Ja, Viecher. Das ist eine richtige Plage hier, Mensch. Ich sollte lieber mal die Kräuter essen und die Heiltränke aussparen. Das wäre viel wichtiger.
So, jetzt aber nicht mehr auf den Chat achten, sondern immer feste drauf. So sieht's nämlich aus. Okay, ja, muss alles mal gefuttert werden, weil es bringt nichts, das Zeug mit rumzuschleppen. Wow, das ist ein Schwarzer. Oh, den habe ich schon wieder vergessen, ne? Oh, ärgerlich. Die sind ja super stark und da achte ich nicht mehr auf die Lebensenergie, sondern knall einfach drauf. Das sind ja diese super starken schwarzen Wölfe wie die Waage. Ich bin gerade ein bisschen leichtsinnig. Ich sollte mich wieder etwas mehr auf das Spiel konzentrieren. Und zwar sowas von. So, jetzt spielen wir ein bisschen mit Ernst. Ja, das ist der schwarze Wolf. Ja, das ist definitiv der schwarze Wolf. Also 3-4 Bisse und ich bin tot. Unfassbar, ey. Der ist bestimmt 10-mal stärker als diese normalen Wölfe, weil die machen bei mir gar keinen Schaden. Also 4 Treffer halte ich aus. Okay. Dann werde ich direkt auf diesen schwarzen Wolf losgehen. Und zwar mit dem Feuerball. Da ist er. Ihr seid die Falschen!
Da ist er. Ernsthaft. Der Feuersturm hat dem kaum Schaden abgezogen, ne? Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auf das Plateau von Dexters Banditenturm und bauen ein paar Erze ab, wenn es dort überhaupt möglich ist. Schade, hat nicht gereicht. Dann machen wir es halt so. Lass es dir schmecken, Roland. Du hast es dir verdient. Du hast einige Schwarzmagier aus dem Weg geräumt. Damit hast du Innos einen richtig guten Dienst erwiesen. Der wird bestimmt stolz auf dich sein. Ja, sieht man ja, ne? Direkt mal 5 Mana-Punkte hier. Gekriegt. Sehr schön. Ich glaube, hier war ich schon. Hier sind nämlich keine Viecher mehr. Ja, hier war ich sicherlich schon. Oder?
Ey! Da ist ja noch ein Warg. Na dann, hör mit dem. Den kriege ich fertig. Wenn er alleine ist, dann kriege ich ihn hin. Ja, ich denke, wir machen noch die Erzgeschichte, geben sie dann an diesem Org. Und dann sind wir mit Odyssee erstmal durch. Och, Bier? Auch nicht schlecht, komm. Wunderbar, jetzt sind wir wieder geheilt. Wie gesagt, Spruchrollen der Heilung und die Heiltränke muss ich mir einfach wirklich aufsparen. Ich kann sie nicht so sinnlos verschwenden. Jo, hier war ich auf jeden Fall schon. Yep, brauche ich gar nicht weiter gucken. Kann ich mich teleportieren, da gucke ich mal eben. Nö, sieht nicht so aus. Ne, da müssen wir hinrennen. Denn wir werden jetzt definitiv hinrennen. Keine Lust, die ganze Strecke zu laufen. Ich mache erstmal Pause. So, so. Dann hau mal rein. Thank you.
Alles klar bei dir, oder was ist los? Ich bin doch auch ein Milizionär, du Penner. So gabst du mich dann an? Die wollen alle aufs Maul kriegen, ne? Der ist unsterblich, okay. Keine Chance. Der ist unsterblich. Kann man nichts machen. Der Penner ist unsterblich. Aber diese Lurker sind es definitiv nicht. Nein, das wäre natürlich fatal. Aber egal, laufen wir halt ein bisschen nackt rum, ist auch okay. Hallo Schätzchen, was machst du denn so alleine auf der Weide? Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Wie ist die Lage? Wären doch die Paladine bloß nicht ins Minental gezogen, dann hätten wir jetzt nicht diesen Schlamassel. Das ist Boltan? Hallo Mädels. Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja genau, Dopey Mate. Wie geht's? Lass mich in Ruhe. Hey. So, dann wollen wir mal. Da, sehr schön. Ja, passiert auch was, oder? Da passiert irgendwie nichts. Ist das die einzige Ader hier? Na toll.
Wo gibt es hier in Korinis nochmal Erz? Ich glaube gar nicht mehr, ne? Auf Korinis ist das hier die einzige Erzader, oder? Tja, wie komme ich dann bitte an magisches Erz ran? Ich habe 25, der braucht aber 30. Das hier ist Eisenerz, das ist was anderes. Und das hier ist auch Erzbrocken, aber wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich glaube, in Korinis gibt es keine Erzader mehr, ne? Ich meine, in den neuen Gebieten, die wir durchwandert haben, habe ich, glaube ich, auch keine Erzmine entdeckt. Nicht, dass ich wüsste. Zeig. Larius. Ach, so ist das also. Hast dich also hier häuslich gemacht, hä? Mit einer Wache davor. Sieh mal einer an. Du Großkotz. Ins Mintal kann ich nicht in dieser Version, das geht nicht. In Jarkindar gibt es eine Erzmine. Da gibt es eine Goldmine, aber keine Erzmine, oder? In Jarkindar. Wo könnte es in Jarkindar Erz geben? Es gibt auf jeden Fall auch einen Weg dorthin, laut dem Tagebuch. Aber den habe ich, glaube ich, noch nicht entdeckt, diesen Weg nach Jarkindar. Oh Mann, wo soll ich jetzt bitte hier Erz kriegen? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Meine Meinung will ja keiner hören. Hey! Alles in Ordnung? Ja. Das wird sich nicht machen. Ja. Das nicht. Tja. Man darf auf alles glauben, was man sagt. Sieht schlecht aus, ne? Till in Gefahr, der ist irgendwo im östlichen Wald. Oh Mann, da habe ich überhaupt keine Lust, jetzt dorthin zu laufen. Gregors Bande habe ich auch noch nicht entdeckt. Naja. Ich wundere mich aber gar nicht. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Denn wir machen jetzt hier Schluss mit Odyssee. Und in ein paar Minuten geht's dann weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Gothic-Freunde. Bis bald. Bye, bye.